Das ist Schmölns jüngste Gewerbefläche, das Gewerbegebiet in der Krimmitschauer Straße. Vor 5 Jahren geplant, seit 2 Jahren im Bau, am 6. Oktober 2020 vollendet. Ein Grund zum Feiern. Prominentester Gast, Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Ich komme sehr gern nach Schmölln, weil Schmölln zu den Städten gehört, auf die man wesentlich mehr den Scheinwerfer richten müsste. Wenn man so die Zeitung aufschlägt und die Wirtschaftsforschungsinstitute was über den Aufbau Ost sagen, da gibt es einen Herrn in Halle, aber auch einen in Dresden. Das sind zwei wichtige Institute, die uns immer wieder seit Jahren und Jahrzehnten einreden, wir sollten doch unsere Förderung auf die Zentren, auf die Leuchttürme, auf die Lokomotiven ausrichten. In Thüringen gibt es quasi nur ländlichen Raum. Und es wäre Quatsch und würde der wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt nicht gut tun. Und es bildet auch nicht das ab, was in diesem Land ist, wenn man alles konzentrieren würde auf die wenigen Zentren. Von den 8 Hektar des jetzt erschlossenen Gebietes sind bereits 4 Hektar vergeben und schon bebaut. Die Erfahrung besagt, wo namhafte Unternehmen siedeln, da zieht es schnell auch andere hin. Dem Zufall wird die Stadt aber nichts überlassen. Wir begeben uns jetzt aktiv in die Vermarktung, um auch die anderen 4 Hektar in den nächsten Jahren an den Mann, an die Frau oder an das Unternehmen zu bringen. 8 Hektar Gewerbefläche für das kleine Schmölln, eine respektable Größe. Doch immerhin, die 13,5 Millionen Fördermittel, die bislang in Schmölls neue Industriestandorte geflossen sind, haben Investitionen in Höhe von 17 Millionen Euro generiert. Deshalb war auch bei den Planungen vor 5 Jahren klar: Wir können hier keine kleinen Brötchen backen. Wir müssen sozusagen mal da groß denken. Das haben wir auch getan und haben auch genügend Vorratsfläche geschaffen, um auch in den nächsten Jahren ausreichend auch Fläche anbieten zu können, damit die industrielle Entwicklung in der Stadt Schmölln den Erfolgsweg fortgehen kann. Die symbolische Freigabe statt für die Fortsetzung eines Erfolgswegs, der sich auch für die Stadt auszahlen dürfte. Durch höhere Steuereinnahmen und damit mehr Geld für städtische Leistungen, die allen Schmölnern zugutekommen.